Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Arena. Wir machen hier noch kurz Quest an. Schleiße, der Dämon sitzt nördlich von hier. Ich hoffe, ihr habt genug Krieger mitgebracht. Der Dämon hat schon Blut geleckt und er will sicherlich noch mehr. Wenn ihr diesen Dämon besiegt, werdet ihr Artamo und seine Kiste finden. Ich glaube, dort werden wir die Runensteine finden. Der ist nicht hier. Okay. Da unten. Ah, das ist der. Ja, genau. Den habe ich ja schon mal entdeckt. Oh Gott. Ganz vergessen. Schon so lange nicht mehr hier gewesen bei diesem. Jo. Also. Und danach gehen wir zu Endein. Und machen Fortschlachten. Jibu. So. Blöde. Fliegen wieder mal hier. Die meinen wirklich, können rein, wenn es nicht so schön Wetter draußen ist. Das geht mal gar nicht. Hey, das ist Privatgelände. Privateigentum von Drago Barca. Also raus mit dir, Fliege. Oder da ist der Dämon. Ich kann aber den Dämon nicht angreifen. Nein. Du hässlicher, potthässlicher Dämon. Du hast so eine schlechte Animation. Yay, komm runter. Komm, der Kampf findet hier unten statt. Yes. Den schaffe ich doch nicht. Ah. Ja, okay, ich hol mir dann Hilfe von Zertox. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich mag das nicht, wenn ich dann Minus-Attribute habe. Gut, also. Ich könnte vielleicht Inf noch fragen, oder sie. Kannst du mir kurz bei Ordonus helfen? Dann haben wir das gleich gemacht und dann können wir Fortschlachten machen. Danke. So, so. Ah, sie ist bald. Oder er ist bald. Sorry, wenn ich dir noch nicht weiß, was du bist. Aber du bist wahrscheinlich Endtime-Töting. Ein bisschen weiblich. Sorry, wenn ich dich weiblich sage. Aber du, ich werde es ja jetzt gerade sehen. Ja. Toll, dass du mitmachst. Wirklich toll. Und ich werde natürlich auch in den Fortschlachten ab jetzt immer mitmachen. Auch wenn ich eben 200 Mal sterbe oder 200 Parts aufnehmen muss, bis ich mal einem Fort richtig richtig helfen kann in einem Fort. Wir ruhen uns kurz aus. Wie die immer springt. Wahrscheinlich 2 Sekunden Delay dazwischen. Ja. Schon schade, dass ich alles schon gesehen habe. Außer diese Insel habe ich, glaube ich, schon alles gesehen in meinen Let's Plays. Alles schon gezeigt. Außer die Dungeons auch noch nicht. Aber ja, können wir, weiß jetzt nicht, ob die noch offen sind, also weiß jetzt gleich, bin ich da auf dem neuesten Stand. Kann ich dann aber gerne mal zeigen, wenn es dann klappt. Und die Leute mal ein bisschen netter sind.
Zerdrückend 700 Schaden. Wow. 1067 Schaden. So, wir sind voll wieder. Und sie kommt. Oder er kommt. Oh. Hier gab es ja diesen Wald, da war dieses Lied auch da. Und hier unten, glaube ich. Und du weißt nicht, bei Alcius wahrscheinlich beim Krater oder da drin vielleicht. Ne, da gab es einen leichteren Ton. Ah, Alcius ist schon lange her. Da wurde ich noch gebannt, weil ich Multi-Account hatte, wo ich ja einen Account gar nie gespielt habe. Oder nie mehr gespielt habe, weil ja die Season schon fertig war. Und heutzutage hat jeder Spieler, bei denen sehe ich nicht so, ob es eine Frau oder Weibchen, Frau oder Männchen ist. Aber es ist wahrscheinlich eine Frau, aber vielleicht ist das Spiel ja Mann. Ja. So, ein Barbar auch gut. So, ja. Gut, hab ihn. So, hahaha, ihr habt also meinen Dämon besiegt, das ist sehr beeindruckend. Nur schade, dass ihr so zu spät seid. Habt ihr nicht genug getan? Ihr habt mir genau die Runensteine gegeben, die ich für die Vorbereitung meiner Wiederauferstehung brauche. Ich nehme an, ihr glaubt, ich arbeite für eines der anderen Königreiche, ihr Beschränkten. Ich habe euch nur für meinen persönlichen Zweck benutzt. Jahrelang war ich im See der Alten gefangen, hoffend, wartend, aber jetzt werde ich nicht mehr warten. Bald werde ich wieder auferstehen und alles zu schön, was ihr kennt. So. Okay. Noch kurz Alter, dann Fortschlacht. Falsche Taste gedrückt. So. Ah, ich habe Ultra-Schalt-Taste nicht gedrückt. So, und jetzt müssen wir kurz nach Alteruk. Ja. Das ist nur allgemein. Also. Meine Kaninchendame. Oder was genau das ist. So. Jetzt müssen wir nach oben. Ja, mal schauen, wo wir hingehen. Ich wäre gerne mal zum Trelleborg fort, aber das ist jetzt gerade schon uns. Da war ich nämlich noch nie in der Aufnahme von dieser Season. Und Menria waren wir, Imperia waren wir, Eferias waren wir. Eigentlich allen, oder? Ding waren wir auch noch nie, Menria fort. Da oben waren wir auch noch nie, als etwas angegriffen wurde. Vielleicht drinnen waren wir. Ja, aber könnten wir auch dann mal kommen gehen. Eben wenn ein bisschen mehr los ist, vor allem. Wenn also das Fort auch mal eingenommen wird von den anderen Reichen. So. Okay. Schöne blaue Quests.
sind es nicht. Blau ist doch von den Events, oder? Vielleicht haben sie das einfach jetzt genommen für die Quests. Das sind ja keine Events-Quests. Ihr seid wieder da, ihr habt mir Kopf und den Atem aus Beschwörung gebracht. Das wird gut in die Trophäenhalle passen. Und hier ist eure Belohnung. Ich werde dem König von euren Händen auf den Dienst berichten. Einen Dämon zu besiegen ist auf jeden Fall ein Grund, sich bei ihm zu melden. Leider haben wir die Runensteine nicht und nach den Worten von Artoma fürchte ich, dass das das Ende sein könnte. Ich fürchte, ihr habt nicht für euren ihr habt nicht für euren Gegner gekämpft, sondern für etwas, das noch viel böser ist. Als der große Krieg ausbrach, gab es dort ein Biest, ein großes Biest, das von dem Dunkelelfen Neheret aufgefordert wurde. Das Biest war der legendäre Seelenhändler. Um dies zu besiegen, haben wir die drei restlichen edlen Lichtelfen ihr Leben geopfert, um es in den Tiefen des Sees der Alten einzusperren. Ich fürchte, dass dieses Biest einige Wächter kontrolliert und sie manipuliert hat, damit sie euch halfen, die Runensteine zu finden, die es aus einem dunklen Gefängnis befreien. Wir können nun nichts tun. Es gibt vielleicht einen Weg, es zu stoppen, aber das wird nur der König wissen. Sprecht ihn ein paar Wochen noch einmal mit mir und ich werde euch sagen, was die nächsten Schritte sind. Und der König ist wo? Nirgends. Da muss ich wahrscheinlich höher sein oder die Quests gibt's gar noch nicht. Ich glaube eher das. Und ja. Also. Strauß. Von wo bekommt man den Strauß? Das war sicher auch mal ein Event oder so. Ist jetzt nicht mein persönliches Tier, das ich gebrauchen möchte, aber es sieht eigentlich gut aus für so kleine Hasen. So. Und ich habe wieder irgendwas im Hals. Sorry dafür. Ja. Also ab Level 48 haben wir dann die zwei Items hier. Sind wir auch ein bisschen stärker dann. Und ja, ich muss noch mal kurz den Ring anschauen. Plus 5 Angriffsgeschwindigkeit ist schon nett, aber richtig sehen kann man das wahrscheinlich nicht so. So, irgendwo hier ist doch das Ding. Da vorne bei diesem Zinnen, glaube ich. Ja, ja, hinter dem Hügel. Wenn man von hier links kommt, dann sieht man, also kann ich es besser deuten als von oben. So, ja. Also, Luken mal betretbar machen beim ersten Klick. Geht immer einen zweiten Klick, bis man dann drin ist. So, was? Wohin gehen wir? Jo. Also, dann gehen wir nachher. Und mal schauen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir erfolgreich sind zu zweit, aber vielleicht kommen ja noch mehr. Skunk ist wieder online. Das kleine stinke Schweinchen. Furzkissen. Nein. Ich mag Stinktier. Skunkus fantus. Das Elefantenstinktier. Oder kennt ihr Krokofanten? Das sind auch schöne Tiere. Vor allem fliegen sie herum. Mein Vater hat früher, als ich so 3-4 Jahre war, immer gesagt, oh, schau mal, ein fliegendes Krokofant. Und ich so, hä? Was ist das? was soll das sein? Krokus fantus. Also.
Meine Katze macht wieder Stress mit dem Vater, also so, Vater hat wieder Stress wegen ihr. Das ist gut. Izuna, der Noob ist da. Das geht mal gar nicht. So, sie ist ein bisschen schneller, oder was? Oder habe ich ein bisschen gestoppt? Ich glaube, ich habe vorher ein bisschen gestoppt, deshalb. So, kommt man hier hoch? Da kommt man hoch. So. Ah, da drüben ist ja der Weg, gut. Ja, konzentriert bin ich auch momentan nicht. Volle Konzentration aufs Reden. Ist der gute Ritter, ist der Arschlecker der Süden. So. Eine Rentiermütze. Rudolf mit der roten Nase. Ja. Ente gut, alles gut, als nur Merci. Sehr ja, aussagekräftig. Genau. Weil sie eine Enteine ist. Eine Dame der Enten. Oder was? Madame Enteine. So, ja, der Part kommt dann heute Abend. Der morgige Part war ja der vorherige Part, den ich vorhin aufgenommen habe. Ja, freut mich und mal schauen, wie gut der wird. Leider noch 12 Minuten. Aber ich will sie sowieso dann noch kurz die Freundesliste machen. Enteine. So, dann sehe ich, du bist ein guter oder eine gute Dame. Meine Freundesliste ist irgendwie nicht so praktisch. Also man kann schauen, was wer on ist, aber nicht so gut, wie er heißt, von wo er ist und so sehr ansehen kann. Deshalb habe ich ihn meist als so, wenn kann ich trauen, wer ist gut, wer hat schon etwas mit mir gemacht und so weiter. So. Ja, komm. So. In einem anderen Spiel würde drüber hüpfen und dann so ein richtig harter Schlag nach unten machen, aber in Regnum ist das leider nicht so, dann kann ich nicht so gut an ihn ran. Ja. Ja, stun mich doch mal. Ach komm. Ich mag Ritter nicht. Das sind immer so Verteidigungssüchtige. So Leute, die Angst haben zu sterben. Ach, der ist so nervig. Ja, ich treffe nicht. Die Buffs sind wieder zu Ende. Mist. Das schaffen wir nicht zu zweit. Ja, ich mache zu wenig Damage. Ist sie gestorben? Oh nein, sie ist noch nicht. Ich will ja aber ihn. Genau. Ja, jetzt bin ich gestunt. Ja, ich geb's auf.
Gegner jetzt sich wahrscheinlich bald noch. Ja, ich habe keine Chance. So. Das ist jetzt blöd. Mist. Ja, zu zweit, also ich weiß ja nicht. Sie ist Level 60, hat sicher gutes Equip. Und hat trotzdem noch Probleme, weil es halt einfach ein MMORPG ist. MMORPG, sorry. Und deshalb nicht für Einzelspiele gedacht ist. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten, dann wirst du nicht von den Bogenschützen angegriffen. Ja, also wir schaffen es so nicht. Das ist das Problem. Schön, dass du Stang eingesetzt hast. Wirklich toll. So, komm schon. Ja, genau. Schießt durch die Mauer. Ich komme nicht an ihn heran. Ich kann nichts machen. Jetzt kommt der zweite. Hallo? Danke. Die Waffen brauche ich aber. Jetzt greifst du auch wieder an. Aha. Verstehe, das ist der neue Buff. Waffe ablegen und nicht angreifen und so weiter. Ach Gottchen. Das ist kein Bug, das ist ein Future. Ja, cool. Habe ich es richtig ausgesprochen? Weiß es nicht. Englisch ist mir nicht so gewandt. Ich hatte keine keine Ausbildung im Englischen. Ich hatte nicht in der Schule Englisch. Also die Aussprache bei mir habt's noch. Das ist klar, aber. Eben. Oh, ich muss. Ja, ich bin tot. Ich habe viel zu viel getankt, also. Ich wollte laufen, ich wollte schon vorher laufen, aber er braucht einige Zeit, um rückwärts zu laufen. Dann wollte ich eigentlich umdrehen, aber dann hat er gleich gestunt und ich bin gestorben. Tut mir leid. Wir schaffen das Wort nicht. Die Wächter spawnen die ganze Zeit wieder. Aber ein guter Versuch, oder? War es hier auf jeden Fall. Ich gehe nochmal dorthin. Und ja, vielleicht will er eben den Ritter zuerst besiegen, damit die anderen dann schneller besiegt sind und das Wort angreifbar ist. Also, dass man einfach ungestört das Tor angreifen kann. Ja. Aber eben, ihr seht, man muss halt auch in Regnum ein bisschen lernen können. Ich denke, andere Leute haben nicht so schnell wie ich auch gelevelt und haben dadurch auf Level 47 schon viel mehr erfahren. Außerdem bin ich ein Let's Player und habe noch anders viel, spiele andere Games viel, die ich ja Let's Player. Und sonst noch zwischendurch während des Hochladens spiele ich auch noch andere Spiele. Da kommt halt manchmal noch etwas dazwischen oder wird einfach dann sozusagen übertragen, dass ich Sachen, die ich vor 3 Jahren kennengelernt habe, gar nicht mehr weiß, weil mein Gehirn zu groß ist. Weiß es nicht. Aber vor allem Leute, die denken, ja, ich müsste als Let's Player der OP Pro sein,
der versteht den Sinn von einem Let's Play nicht, der versteht nicht, dass Let's Player viel zu tun hat und er ist einfach nur strunzdumm. Damit es gesagt ist. Aber mit solchen Kommentaren lebe ich eigentlich gut. Also ich habe jetzt keine Probleme mehr. Macht es jetzt nichts aus, wenn jetzt jemand postet oder so. Außerdem lese ich die sowieso immer nur kurz. Ding, fasse ich zwar jetzt im Let's Play gerade zusammen, weil es einfach jetzt etwas Neues für mich ist. Aber eben, solche Kommentare sind mir sonst Schnuppe. Und das ist jetzt das einzige Mal, wo ich mich dazu äußere. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn die Kommentare gelöscht sind oder ihr gebannt oder sonst seid von meinem Kanal. Ja. Gut, sie ist dort in der Ecke. Ja, also bei der Steuerung, sie ist einfach zu leicht. Ja, es ist ein bisschen zu komfortabel und sie ist zu leicht. Vor allem, ich klicke halt mehrmals, wenn ich im Stress bin. Und oh, schön, den hast du besiegt. Gut. Oh, Eisentor. Ist jetzt so feigling, ist hier. 1050 schon. 11. Okay, 1177. 1153. Okay. Jetzt greift mich da ein Pestilenz. Der Pestilenz greift mich wieder an. Der Pestilenz. Du bist so ein kleiner Feigling, ja? Du stunst. Du bist der, der immer stunt. Genau. Der ist so schwach. Ja, toll. Du bist so ein... spiel doch mal richtig ohne Stunts. So ein Feigling. So ein Feigling. So, greifen wir weiter. Also soll, dass ich gegen dich so stänkere, aber man tut doch nicht irgendwie 10 Buff-Ding-Stunts rein. Es ist, du kannst doch normal spielen oder bist du so schwach, dass du da keine Chance hättest ohne Stunts? Außerdem, das Spiel sollte ja auch ein bisschen balanced sein und du balancest dich eigentlich zu Tode. Also du inbalancest dich zu Tode. Und so. Vielleicht mache ich ihm nachher kurz nochmal Angst, aber er hat die Stunts wahrscheinlich bald wieder. Das ist das größte Problem. Und ich bin fast wieder voll, danke. Er greift nämlich den anderen jetzt an und der hat... Schaut, der heilt sich mehr, als er Angriff macht. Du heilst dich mehr. Wie groß ist er? Schwer. Okay. Ist schwer und so schwach. Und jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Danke. So. Ich will ihn aber attackieren jetzt. So. Nach oben. Jetzt haut er wahrscheinlich ab. Kommt nicht hoch, ja. Er kommt gar nicht hoch. Er hat Angst. Er wird wahrscheinlich von Wächtern angegriffen. Da ist er! Haut ab. Er hat zu viel Angst. So. Der nächste möchte angreifen. Gut, hier mache ich Stopp, sonst geht er weg ran. Und hier muss. Okay, ist schon erobert. Gut. Hier ist es nicht mit den drei, die da müssen sein. Auch mal wieder etwas gewusst. Kann man nicht. Wieso kann man nicht? Also die Schildkröte ist noch das beste Tier für mich. Aha. Ach so. Die
Die greifen mich nur an, die sind noch nicht von uns. Eigentlich. Okay, 200 Warzone-Punkte. So. Gibt's. Ich schreibe noch Gratulation und ich werde in 19 Minuten nochmals kurz die Aufnahme anmachen und euch zeigen. Oder wenn jemand angreift und sage schon mal Dankeschön fürs Schauen und auf Wiedersehen. Bye. Da liegt er. Yes. Schön mit der Endtime zusammen zu sein. Die macht richtig viel Damage. Also da, ja. Vielleicht für einen Pro nicht so viel Damage, aber für mich macht sie schon viel Damage. Und der Ritter, der ist abgehauen. So. Zwei Königreichspunkte, ja, für so einen Schlechter bekommt man nur zwei. Vielleicht hat er selber nicht so viele Königreichspunkte und deshalb. Wie ich auch viele bei anderen habe. Leider. So. Gut, also, ich will jetzt nicht Zeit verlieren. Dann mache ich nochmal so eine extra Aufnahme. Wieso nicht? Und die kommt dann morgen Abend. Also, tschüss.